Morning Show. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur ersten Woche vor dem neuen Jahr. Mein Name ist Inga Glück und das sind unsere Themen. Silvester raus, Bundesregierung immer noch besoffen. Premiere neuer Disney-Film Bertie und Bianca. Und vorbildlich, Rudolf Scharping treibt wieder Sport. Die Themen der Woche. Eine alte Tradition am Silvesterabend ist das Bleigießen. Auch Piepmatz Verona Feldbusch hat sich im Bleigießen versucht. Dabei kamen sie aber nur zu der Erkenntnis, dass eine Gießkanne voller Blei ziemlich schwer ist. Keine Zeit zum Bleigießen haben die drei Tenöre, da sie ununterbrochen auf der Bühne stehen. Sat.1 widmet den Superstars der Klassik eine ganze Nacht. Die große Nacht der drei Tenöre. Morgen in Sat.1 sehen Sie um 19.15 Uhr eine neue Ausgabe von Pleiten, Pech und Pavarotti. Ein bisschen Spaß muss sein. Freuen Sie sich im Anschluss auf die drei Tenöre im Doppelpack für eine Handvoll Noten und für ein paar Noten mehr. I shot the sheriff. Und um 23 Uhr der Höhepunkt, die große Unterhaltungsgala, lästige Musikanten. Die Wanne ist voll. Die große Nacht der drei Tenöre, morgen Abend in Sat.1. Das Jahr 1998 war ein Jahr voller historischer Momente. So musste Helmut Kohl seinen Job abgeben, Horst Tappert seine Waffe und Bill Clinton seine Zigarre. Welche großartigen Ereignisse uns 1999 erwarten, das verrät Ihnen jetzt der erste Teil unserer Jahresvorschau, Album 99. Album 1999, was das Jahr bringen wird. Januar. Rudolf Scharping schießt bei seiner ersten Amtshandlung als Verteidigungsminister etwas übers Ziel hinaus. Bei dem verheerenden Niedrigwasser in Frankfurt an der Oder setzt er Löschflugzeuge ein, vergisst dann aber die Aktion zu beenden. Nach ein paar Tagen stehen ganze Landstriche im Osten unter Wasser. Februar. Axel Schulz bestreitet einen Aufbaukampf gegen Prinz August von Hannover. Dieser bringt verbotenerweise einen Regenschirm mit in den Ring. Schulz nach dem Kampf. Das ist mir persönlich noch nie passiert. Der hat mir also total abgeschirmt. Wirklich. März. Gerhard Schröder bekommt zum ersten Mal im Leben einen Korb. Kurz entschlossen lässt er seine Frau Doris einfliegen und feiert ausgelassen bis in die tiefe Nacht. April. Dieter Bohlen beendet das ewige Hin und Her zwischen Nadel und Verona. In einem schicken Pariser Hotel heiratet er Thomas Anders. Mai. Mit über 30 Punkten Vorsprung wird der erste FC Bayern München deutscher Fußballmeister 1999. Trotzdem holt Beckenbauer Giovanni Trapattoni zurück, da Hitzfeld in den letzten Monaten zu sehr über die Stränge geschlagen hatte. Juni. Die Sensation in der Formel 1. Michael Schumacher wechselt von Ferrari zu Ferrero und nimmt 25 Kilo zu. Soweit der erste Teil unserer Jahresvorschau, Album 99. In das neue Jahr 1999 starten viele mit guten Vorsätzen. So will sich Michael Jackson abgewöhnen, sich dauernd operieren zu lassen. Für welche guten Vorsätze sich der Bürger auf der Straße am Silvesterabend entschieden hat, erfahren Sie jetzt in unserer aktuellen Umfrage. Hallo. Hamburg! Hi! Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Selber. Tja, wie ich sehe, haben Sie keine guten Vorsätze fürs neue Jahr, oder? Und ob? Ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang durchzusaufen und Ketten zu rauchen. Und das wollen Sie wirklich durchhalten? Klar. Obwohl es manchmal schon ein bisschen schwer ist. Man bekommt so einen Heißhunger auf Multivitaminsäfte und Obst. Aber ich halte durch. Knallhart. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, was Sie sich vorgenommen haben? Du bist ja kein Bulle oder so. Nein, wieso? Gut, dann kann ich es ja sagen. Also, ich habe mir erstmal den Laber von meiner Ex vorgenommen. Dann habe ich mir meine Ex vorgenommen. Dann habe ich mir die ganze Bagage von meiner Ex. Ja, Moment. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie sich für 1999 vorgenommen haben. Noch nichts.
Aber wenn ich mir dich so angucke, habe ich direkt eine Idee. So, haben wir das geschafft? So, jetzt aber bitte. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie sich für das nächste Jahr vorgenommen haben. Es ist doch nicht so schwer. Ich hab doch aber auch gar nicht. Los, fangen Sie an. Gut, okay, ich werde nie wieder Wurst ohne Brot essen. Ja? Ich werde immer den Müll runterbringen. Ich werde nie wieder im Stehen pinkeln. Und ich werde all mein Geld spenden. Aber das geht doch. Aber bitte tun Sie es. Es geht doch. Und dann zurück zur Wochenschau. Unmittelbar nach Weihnachten, meine Damen und Herren, viele von Ihnen hat das auch betroffen, kam es auch diesmal wieder zu den traditionellen Umtauschaktionen. Leider gingen viele Bürger wieder enttäuscht nach Hause, da die neue Bundesregierung vom Umtausch ausgeschlossen ist. Was unsere Politiker zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, erfahren Sie jetzt in unserer Bundestagsshow Bonanza. Sehen Sie nun eine weitere Folge der Erfolgsserie Bonanza. Diesmal mit dabei der Gerhard mit dem lustigen Anzug. Der ist leider schon wieder fatz. Die wilde Claudia. Und vielleicht auch mit Mist. Guten Tag zusammen und Hallihallo. Na, hattet ihr alle einen guten Rutsch ins neue Jahr, meine ich? Mann, nie wieder Alkohol und schon gar nicht mit der Frau. Guido, ich hab eine Eisenbahn gekriegt. Toll. Mit Taco. Was mich nun brennend interessiert, ist Folgendes. Was habt ihr denn so zu Weihnachten geschenkt bekommen? Aua, meine Rübe. Nehmen wir doch mal den Gerhard. Gerhard, was gab's bei dir? Hat sich die Doris was Nettes einfallen lassen? Eigentlich geht das den alten Mann ja einen feuchten Kehricht an. Gut. Stichwort Doris. Die hat 2 Tage lang mit ihrer Verwandtschaft aus Bayern telefoniert und es letztlich geschafft, dass die ganze Schlangenbrut am 2. Weihnachtstag auch noch zu Besuch kam. Geschenkt hat sie mir nichts. Nur von meinem Freund Ferdinand habe ich einen nagelneuen VW Scirocco bekommen. Das war's. Na, dann hoffe ich für dich, Gerhard, dass dein Geschenk für deine Ehefrau auch nicht allzu teuer war. Nee, eine billige Schachtel Pralinen. Mehr war diesmal leider nicht drin. Immerhin, 4 Schachteln für 4 Frauen, das läppert sich. Das läppert sich. Das läppert sich, kenne ich. Ja, kommen wir zur Opposition. Frau Nolte, was hat denn der Weihnachtsmann bei Ihnen auf den Gabentisch gelegt? Hä? Bei mir? Claudia, das alte Luder. Also, ich habe endlich das bekommen, was ich mir schon seit 2 Jahren gewünscht habe. Rollerblades. Fahren kann ich auch schon ganz gut und ich kann endlich mal Kurven zeigen. Mein lieber Mann, Frau Nolte, Sie sind aber auch noch gelenkig, aber ganz schön. Also, ich habe mir ein Pferd gewünscht, aber der Weihnachtsmann muss das wohl missverstanden haben. Der hat mir nämlich ein ausgewachsenes Kamel gebracht. Eine schöne Bescherung. Möchte das vielleicht jemand haben? Ganz billig. 500 Ostmark. Nee, Herr Gysi. Gut gemeint, aber ich glaube, den werden Sie hier leider nicht los. Nun zu mir. Sicher brennen Sie alle darauf zu erfahren, was ich bekommen habe. Ist es nicht so? Ich habe nur eine Mark gekriegt. Ja, Sie werden lachen, Herr Lafontaine. Eine CD, eine wunderschöne Instrumental-CD habe ich bekommen von den Hula Hawaiians und die hören wir uns jetzt zusammen an. Bitte stehen Sie auf. Eigentlich ist diese neumodische Musik ja nicht so mein Fall, aber es sind wirklich nur schöne Lieder drauf, finde ich. Dankeschön. Ja, und mit diesen wunderschönen Klängen möchte ich Sie in den Feierabend entlassen. Tschüss, bis morgen, euer Wolfgang. Ist die CD denn auch im Handel erhältlich? Wieso hat der Gerhard 2 Frauen und ich nur eine? Seit wann trifft sich der Bill wieder mit Monika Lewinsky? Und warum singen die 3 Tenöre jetzt nackt? Dies und mehr in der nächsten Folge von Bonanza. Ja,
Nicht nur für Profiboxer gilt es, schlagfertig zu sein. Ein lockerer Spruch zur rechten Zeit kann für jedermann im täglichen Leben hilfreich sein. Begrüßen Sie nur mit mir einen Mann, der ein ganzes Buch über dieses Thema geschrieben hat. Schönen guten Abend, Herr Zittlau. Herr Zittlau. Abendrot, gut Wetterbrot. Meine Güte, Herr Zittlau, das kam mir wie aus der Pistole geschossen. Ja, 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 ja. Im Wald, da sind die Räuber. Na, Donnerwetter. Zittlau. Bei Ihnen muss man ja wirklich ganz schön aufpassen. Ja, ja. Ja, man muss sagen, ich bin ganz schön schlagfertig. Ja. Ich habe einfach auf alles eine richtige Antwort. Zittlau am Start hat die Antwort parat. Klasse! Klasse, Herr Zittlau. Ja. Wir sehen an der Reaktion unseres Publikums, dass diese lockeren Sprüche Anklang finden. Sagen Sie, war das eigentlich schon immer so, dass Sie so schlagfertig waren? Nein, nein, nein. Ach so. Das ist eigentlich nicht so gewesen. Früher war das ganz anders. Ne? Vor 5 Jahren auf der Silberhochzeit von meinem Schwager. Ja. Dem Paul. Ah ja. Unter uns hat er so eine Schaumschläger. Ne? Aber ne, der hatte da so was aufgebaut, so ein Buffet. Und, naja, jedenfalls, da ist er so zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal, Ottmar, dein Anzug, ne? Ich hatte zufällig auch das hier. Ja. Ja. Er ist zu mir gekommen, hat gesagt, ne, Ottmar, dein Anzug, was ist das denn? Ne? Und dann habe ich ihm darauf gesagt, aber deiner, der ist ja auch nicht ohne. Ja gut, Herr Zittlau, gut, gut. Ich meine, aber lassen Sie mich sagen, das ist doch sehr schlagfertig. Ja, naja, eigentlich habe ich ihm das erst 2 Jahre später gesagt. Ich habe ihn nochmal angerufen. Na gut, okay, ich meine, das war vielleicht ein bisschen spät, aber allein die Idee, die war doch schon wirklich originell, Herr Zittlau. Ja, ja, ich meine, ja, man muss vielleicht sagen, dass ich seit dieser Initialzündung da ein gewisses Talent habe. Ja. Ne? Ich habe einfach so den Spruch so einen nach dem anderen so rausgelassen. Ne? Und irgendwann habe ich dann alle lustigen Sprüche gesammelt, aufgeschrieben. Und dann, Herr Zittlau, in diesem Buch verewigt. Ja. Mal, ich zeige das einmal kurz. Ottmar Zittlau, öfter mal passend was sagen. Ja, ja, genau. Ab heute im Buchhandel erhältlich. Ja, so ist das. Genau. Ja, ist ein schönes Frierer Rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Aha, aha. Herr Zittlau, dann will ich Ihnen am Ende dieses aufschlussreichen Gesprächs noch einen schönen Spruch sagen. Wenn Sie hatten, ja. Man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Hoi. Ja, und wann ist das? Vor etwa 3 Minuten. Also auf Wiedersehen, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ja. Aber vielleicht habe ich für Sie zum Schluss, können wir noch machen, vielleicht noch einen Spruch, den ich noch für Sie habe. Ja. Jeder Abschied ist auch ein kleiner Tod. Herzliches Beileid. Ja. Und gleich sehen Sie doch in der Wochenshow eine neue Ausgabe von Passiert. Nina Rüde, Star-Magazin. Leute, Leute, Leute. Und unsere Talkrunde. 9:54. Also bleiben Sie dran. Das haben Sie.
Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind die weiteren Themen. Vorgestellt, Schröder begrüßt seine neue Praktikantin. Falsch eingebaut, Airbag bei Ulrich Bickert im Rücksitz. Und tragisch, Chemnitzer Stadtverwaltung gestürzt. Die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers war ein großer Erfolg. Überraschenderweise erwies sich Gerhard Schröders Rede als Quotenhit. Nun will das ZDF aus seinen Wortblasen eine ganze Seifenoper machen. Was das neue Jahr sonst noch an Überraschungen bietet, das sehen Sie jetzt im zweiten Teil unserer Jahresvorschau. Album 99. Juli. Norbert Blüm beleidigt Bundestagspräsident Thierse und muss zur Strafe 2 Stunden alleine nachsitzen. August. Auf besonderen Wunsch von Günter Netzer wird Berti Vogts erneut Bundeskanzler, Bundestrainer. Als Andenken an die kurze Ribbeck-Ära übernimmt Berti Vogts die Sakko-Sammlung von Uli Stielecke. September. Eine lange vorhergesagte Hitzewelle für Sachsen löst Hamsterkäufe bei Bademoden aus. Die Schönwetterfront zieht aber vorbei. Oktober. Verona Feldbusch erhält ihre 3. Fernsehshow. Sie macht sich für die Umwelt stark und feiert neue Zuschauerrekorde mit Veronas Wald. November. Helmut Kohl eröffnet mit einer groß angelegten Werbekampagne eine Gaststätte in Oggersheim. Der große Besucheransturm bleibt jedoch aus. Einziger Gast in der ersten Woche, Gerhard Schröder. Dezember. Christa Müller unterzieht sich auf Anraten ihres Mannes Oskar Lafontaine einer Schönheitsoperation. Diese verläuft ohne Komplikationen und schon nach 4 Wochen steht Frau Müller wieder in Oskars Küche. Das war 1999. Zurzeit gibt es im deutschen Fernsehen 321 sogenannte Daily Talkshows. Moderatoren wie Ilona Christen, Meiser oder Fliege finden dabei immer wieder interessante Gesprächsthemen wie ich gehe auf den Strich, ich kenne jemanden, der auf den Strich geht oder Punkt, Punkt, Komma, Strich. Alles über Daily Talkshows erfahren Sie jetzt in unserem Fernsehlexikon. Heute, was ist eigentlich eine Daily Talkshow? Das Wichtigste für jeden Talkgast ist natürlich ein starker Auftritt. Damit man weiß, worum es geht, stellt sich jeder Gast kurz vor. Wenn mein Hund als Baby die Nahrung verweigert hätte, hätte ich ihm sogar die Brust gegeben. Ihr Team, ihr seid alle so ätzend. So, da oder da? Ja. Herzlich willkommen. Achso, ich muss ja irgend so einen Spruch sagen. Ja. Hallo? Ja, hallo Vera, einen schönen guten Tag. Kann sich ein Gast mal nicht so gut ausdrücken, darf er auch gerne singen. Wie Blumen duftest jedes Wort, das über deine Lippen kommt. Aha, begehrt er dich, so kann ich das verstehen. Das Wichtigste in einer Talkshow sind allerdings gute Gespräche. Halt doch mal das Maul jetzt, dann hörst du das. Ich hänge nicht so viele Gold. Sie will auffallen. Das heißt, sie sagt, das ist meine Frau. Ja, und wenn das ist mein Eigentum. Das ist nicht meine Frau, das ist mein Eigentum. Halt's Maul. Wenn er hast du Schluss gemacht? Ja. Wann? Noch nicht allzu lange her. Nina. Dumm oder was? Nina. Wer ist hier dumm im Kopf? Und nun der Nachrichtenüberblick mit der redefreudigen Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick.
Bonn. Dem neuen Wirtschaftsminister Werner Müller wird vorgeworfen, seine Kompetenzen zu überschreiten. Immer häufiger mischt er sich in die privaten Belange der Kabinettskollegen. Oskar, wenn du Durst hast, musst du einfach mal was trinken. Das hilft. Aber das musst du natürlich mehrmals am Tag machen, damit du auch ordentlich strullern kannst. Das ist wichtig. Bonn. Außenminister Joschka Fischer traf sich am Mittwoch mit seinem Amtsvorgänger Klaus Kinkel. Dabei zeigte sich deutlich, dass Fischer noch nicht den nötigen Respekt entgegengebracht wird. Guten Tag, Herr Kinkel. Guten Tag, Herr Fischer. Tut mir wirklich leid, ja, aber ich kaufe nichts. Aber ach, Sie können mal bei mir reinkommen und das Klo durchwischen. Ja, grüß dich, Helmut. Ja, hier geht's lang. Hohenroda. Eine wissenschaftliche Studie brachte jetzt Erschreckendes über das Lernverhalten deutscher Kinder an den Tag. Jedes vierte Kind lernt schlecht. Macht aber nichts. Politiker werden immer gebraucht. Peking. Das chinesische Gesundheitsministerium bemängelt das Suchtverhalten der Bevölkerung. Die Chinesen rauchen zu viel. Dies sieht man ganz deutlich an ihren gelben Fingern. München. Der Trainer des Bundesliga-Clubs 1860 München, Werner Lorand, ist für sein launisches Verhalten bekannt. Schuld daran ist oft das schlechte Wetter. Kann mir mal einer diesen verdammten Umhang ausziehen? Mann, so eine Scheiße! Rom. Altbundeskanzler Helmut Kohl und sein Weggefährte Norbert Blüm nutzen ihre neu gewonnene Freiheit zu Auslandsreisen. Zu einer peinlichen Situation kam es bei einer Audienz beim Papst. Da gehört Travolta. Da über noch den weißen Anzug an. Und grüßen Sie mir die Bee Gees. Mach ich, mein Freund. Mach ich. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke. Danke. Trotz eindringlicher Warnungen kam es in der Silvesternacht auch diesmal wieder zu zahlreichen Unfällen. Das ganze Ausmaß der Katastrophen zeigt sich aber erst in 9 Monaten. Welche großen Auswirkungen kleine Fehler haben können, sehen Sie jetzt in unserem Sensationsmagazin. Passiert! Willkommen zu Passiert. Aufgrund einer einstweiligen Verfügung des Landgerichtes Lingen an der Ems enthält der folgende Beitrag lediglich Tatsachen. Wir bitten um Verständnis. Gestern Nachmittag in Duisburg-Walsum. Ein vollbesetzter Stadtbus rast mit 7 Stundenkilometern in ein leeres Versicherungsbüro. Wie durch ein Wunder stirbt gleichzeitig ein Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Verursacher des Busunglücks ist der erst 6 Jahre alte Jürgen. Der Junge geht bei Rot über die Straße. Der Busfahrer muss ausweichen. Aber bei Rot muss ich doch gehen. Naja, wissen Sie was? Mein Sohn hat auch noch recht. Zumindest wenn man diesem Buch hier glauben darf. So einfach ist die Welt. Das ist der Titel des Buches, in dem Padauz, ein nettes Bananenmonster, unschuldigen Kindern falsche und gehässige Tipps gibt. Hier zum Beispiel, bei Grün sollst du stehen, bei Rot sollst du gehen. Genau. Was zunächst wie ein einfacher Druckfehler aussieht, entpuppt sich schon bald als die völlig beabsichtigte Tat eines Düsseldorfer Autors. Wir haben ihn besucht. Und Sie sind ganz sicher, dass niemand meine Füße erkennt? Ja, die sind unkenntlich gemacht. Mhm. Ja. Danke, stellen Sie sich doch. Gut. Herr Reichel, warum verfassen Sie Kinderbücher mit verkehrten Merksprüchen? Die Merksprüche sind nicht verkehrt. Kaffee? Ja, bitte. Ja, ob verkehrt oder nicht, Sie richten damit viel Unheil an. Wenn sich alle danach richten würden, dann würde überhaupt nichts passieren. Salz und Pfeffer dazu? Hören Sie, Sie sind doch total bescheuert. Oh, danke. Das ist ja nett von Ihnen. Die Folgen der gut gemeinten, aber falschen Merksprüche sind verheerend. Unter dem Titel Padauz, das Bananenmonster, verkaufte Rocco Reichel ahnungslosen Eltern bereits 50.000 Bücher. Wir strampeln uns hier ab und versuchen, den Jungen richtig zu erziehen. Und da kommt da so ein Idiot daher und schreibt Sachen wie das hier. Messer, Gabel, Feuer, Licht, taugen für Kinder außerordentlich gut. Genau. Daraufhin legt ein unwissender 5-jähriger Baske die Bienengruppe seines Kindergartens in Schutt und Asche. Wir sprechen mit einem Augenzeugen.
Ich komme hier vorbei, so wie ich jeden Tag hier vorbeikomme und denke mir, ich sehe nicht richtig, war aber doch so, weil ich habe nochmal nachgeguckt und alles, was ich noch weiß, ist das, schon mir gedacht habe, normal ist das nicht, aber oft ist es ja so, dass man was sagt und dann ist nichts und dann steht man da wie ein Idiot, muss so rumwarten und auch noch die Kosten dran und wer weiß, wann man die wieder bekommt und Entschuldigung, wie war nochmal die Frage? Lesen Sie mal das hier. Ist zu Hause mal nichts los, steckt den Finger in die Dose. Von den Behörden ist keine Hilfe zu erwarten. Das Buch wollen sie jedenfalls erst nach ausgiebiger Prüfung vom Markt nehmen. Viele Süßigkeiten machen gesunde Zähne. Ich weiß gar nicht, was sie daran auszusetzen haben. Diesen Typen, den sollte man wirklich leben. Vor den Schlafen nach dem Essen Kettensäge nicht vergessen. Lebenslänglich einsperren. Nein! Der Wunsch von Jürgens Mutter scheint leider nicht in Erfüllung zu gehen. Rocco Reichel darf ungehindert weiterschreiben. Die Staatsanwaltschaft ist auf seiner Seite. Der Grund ist dieses Buch, ein Nachschlagewerk für Juristen. Ein Beispiel, ich zitiere, so einfach ist die Richterei. Wer was verbrochen hat, kommt frei. So ist es rot. So. Auf jeden Fall ist es natürlich... Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Das neue Jahr, meiner Meinung nach, ist erst 2 Tage alt und viele, die ordentlich Silvester gefeiert haben, haben noch immer einen Kater. Deswegen fragten wir 3 besoffene Prominente, die wir in einer Hamburger Hafenkneipe getroffen haben, was tun sie gegen ihren Kater? Darauf antwortete Dieter Bohlen, ich kaufe mir einen Hund. Alice Schwarzer sagte, den lasse ich kastrieren. Und Till Schweiger antwortete, ich sage nichts, ich bin Schweiger. Diese Antwort hat uns irgendwie nichts gesagt. Ja, deswegen ignorierten wir sie und fragten 100.000 Bundesbürger auf der Herrentoilette, wie sind sie am Neujahrsmorgen nach Hause gekommen? 22% der Befragten antworten mit Anlauf, 38% sagten, ich war noch gar nicht zu Hause und 40% antworteten ungefähr so. Hat uns natürlich geschockt, deswegen genehmigten wir uns ein paar Schnäpse und stellten unsere Frage der Woche. Woran erkennen Sie, dass Sie Silvester zu viel getrunken haben? Auf der 10, Sie haben um Mitternacht an der Ampel mit Ihrem Vordermann angestoßen. Auf Platz Nummer 9, man gibt Ihnen Ihren Leberspendeausweis zurück. Auf Platz Nummer 8, der aktuelle Umfrage, Sie haben Reise nach Jerusalem gespielt und waren in Tel Aviv auf. Auf der Nummer 7 vor Ihrer Haustür steht ein Feuerwehrwagen, weil Sie so Sodbrennen haben. Auf der 6 in Ihrem Aquarium stecken Fondue-Gabeln. Platz Nummer 5, Sie haben 3 Tage im Auto geschlafen und ein Taxameter zeigt bei 20.000 Mark an. Auf Platz Nummer 4, Sie sind als Einziger nicht ins neue Jahr gekommen. Auf der Nummer 3, Sie haben mal wieder nur Schuhe fotografiert. Auf der 2 in Ihrem Hosenstall ist scharf volle. Und auf Platz 1, und das eindeutige Zeichen dafür, dass Sie am Silvesterabend zu viel getrunken haben, Sie treten vor Ihren Schöpfer und Gott fragt Sie, wie war die Party? Das war Trend in Prozent für diese Woche. Was der Großvater noch wusste. Ja! Früher, als ich noch ein junger Mann war, da war ich kräftig und durchtrainiert. Ein richtiger Sportsman. Die 100 Meter habe ich in 10 Sekunden gemacht. Aber lange, lange ist's her. Heute habe ich's wieder geschafft. Vorne bei der Auffahrt. Da hat der Zivi, die Schwuchtel, vergessen, die Bremsen festzustellen. Seit neuestem ist auch in Deutschland vergleichende Werbung erlaubt. Beim Verbraucher führt dies jedoch häufig zur Verwirrung, da er mit dem Vergleich von Waschmittel und Autos nichts anfangen kann. Keine Unklarheiten gibt es bei unserer Werbung. Wenn das Ihr Problem ist... So, was darf ich Ihnen bringen? Rissen...
Ach, was ist denn hier? Ist das Ihre Lösung? Schritt für Schritt zu sinnvollen Sätzen mit dem ABC-Pflaster. Denn das ABC-Pflaster führt dem Körper das zu, was er dringend braucht. Buchstaben. 24 Stunden am Tag, 8 Tage die Woche. Ich nehme die Kalbsfilet-Medaillons in Moncherie-Rahmsoße mit Gratin-Kartoffeln und Bohnen im Speckmantel. Was macht eigentlich Ihr Studium? Sie haben da ja letztes Mal ganz Interessantes. Er hat es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber jetzt redet er wie ein Wasserfall. Mit dem ABC-Pflaster fehlen Ihnen nie mehr die Worte. Und für jeden gibt's das richtige Pflaster. Und jetzt neu das 1-2-3-Pflaster für kluge Rechner. In Monaco feierte der europäische Hochadel ausgelassen den Jahreswechsel. Nicht zum Feiern dagegen kam Partyfürstin Gloria von Thurn und Taxis. Sie musste ständig ans Telefon, da betrunken über ihr Taxis bestellen wollten. Das Allerneueste über die Schönen und Reichen erfahren Sie jetzt in unserem Star-Magazin. Leute, 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 mit der unvergleichlichen Nina Rüde. Und herzlich willkommen bei Leute, Leute, Leute. Ich bin Nina Rüde. Stars, Stars, Stars. News, Hintergründe und Interviews. Ich kann dieses Jingle nicht mehr hören. Und jetzt die Star-Nachrichten. Ehepaar Becker nahm am Wettbewerb Prominente tragen Altkleider 99 teil. Babs Becker landete mit Abstand auf dem ersten Platz. Peter Maffay bekam zu seinem Geburtstag eine Gitarre geschenkt. Großes Hallo mit anschließendem Rätselraten. Was soll ich damit anfangen? Skandal bei der Hochzeit von Titanic-Star Kate Winslet. Ihr Bräutigam erschien nicht vor dem Traualtar, da ehelichte die pfiffige Schauspielerin eben den Pfarrer. Bleiben wir beim Thema. Hollywood und seine Stars. Ich habe heute zu Gast einen Schauspieler, der schon in unzähligen Filmen mitgewirkt hat. Es ist Tommy Hockert. Hallo, Tommy. Hi, Nina. Schön, hier zu sein. Tommy, Sie waren Partner von etlichen Filmgrößen. Ja, ja, ich habe mit allen schon gedreht. Mit allen. Mit allen. Das ist sicher sehr toll, so täglich mit berühmten Leuten zusammen zu sein. Wie sind die denn so? Na, berühmt. Ich meinte jetzt eher privat. Ach so, privat, ja. Nun, berühmt, ziemlich berühmt. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Sie und Arnold Schwarzenegger ganz dicke Freunde sind. Sie sind ja praktisch so. Naja, vielleicht nicht so, mehr so. Sie haben ihn sicher bei Dreharbeiten kennengelernt. Nee, über meine Schwester. Ah, Ihre Schwester ist also auch beim Film? Nee, die kennt den Hugo Bunzelböck. Ach, den Hugo? Ja, den Bunzelböck. Und der Steuerberater von Hugo Bunzelböck, der wohnt in Graz. In Österreich. Österreich, ah, toll. Das sind die Alpen, das ist Après-Ski, das ist Shampoos im Schnee. Ja, was? Ach so, nee, andersrum.
Also der Bruder des Steuerberaters von Hugo Bunzelböck hat einen Freund und dessen Schwager, ne, kennt die Nichte von Tobias und die wurde auf offener Straße von meiner Schwester bzw. von Bunzelböck angesprochen. Und der kennt jetzt Arnold Schwarzenegger, super. Ja, das will ich mir hoffen, ansonsten macht die ganze Geschichte keinen Sinn, ne? Ja, das stimmt. Eine tolle Geschichte, Tommy. Aber Sie haben uns ja noch einen Ausschnitt aus Ihrem neuesten Film mitgebracht. Ja, ein super Streifen, Action, Drama, Witz, alles drin. Super. Ich freue mich drauf. Ich denke, wir schauen einfach mal rein. Okay. Also, Achtung. Achtung. Da bin ich, da, der mit dem Schwert. Tommy, da kann ich nur sagen, Wahnsinn. Ja, und alles ohne Stuntman, ne? Toll. Hollywood, das muss man sich ja so vorstellen, das ist eine einzige große Familie. Und da kennt jeder jeden. Sie, Tommy, kennen bestimmt alle. Wie zum Beispiel ist denn Brad Pitt? Brad? Ach so, Brad. Ja, der Spezi, Brad. Ja, wir reden kein Wort miteinander. Ah, ja. Verstehe, Hollywood, das ist ein knallhartes Geschäft. Da macht man ganz schnell Feinde. Das ist sehr pikant. Gibt es denn sonst noch jemand, dem Sie bewusst aus dem Weg gehen, Tommy? Ja, die Liste ist endlos, ne? Also mit Tom Hanks, da rede ich keine Silbe, mit Bruce Willis kein Wort und mit Michelle Pfeiffer absolute Funkstille. Tommy, welchen Star haben Sie denn zuletzt gesehen? Welchen Star? Leonardo DiCaprio, ja. Ja, den habe ich gestern erst gesehen. Leonardo DiCaprio. Ja. Ich denke, da freuen sich mit mir viele andere Frauen auch. Erzählen Sie doch mal. Ja, der ist echt witzig. Kann ich nur empfehlen. Aber der Schluss ist so traurig, da wo er ertrinkt und nur die Frau gerettet wird. Da habe ich echt geweint. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Das war Leute, Leute, Leute und... Mann, ist das heiß hier. Wird. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow. Hitzige Wortgefechte in unserer Talkrunde 4 um 10. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Ex-Außenminister Klaus Kinkel hat als Heimwerker ein neues Betätigungsfeld entdeckt. So will er zunächst die deutsch-polnischen Beziehungen kitten, für den Kosovo einen Friedensvertrag zimmern und an Joschka Fischers Stuhl sägen. Was der talentierte Politiker sonst noch so drauf hat, verrät er uns jetzt. Gestern habe ich versucht, im Schlafzimmer die Nachttischlampe zu reparieren. Meine Frau hat mir dafür ihren Schraubenzieher geliehen. Und mit dem habe ich dann ordentlich in der Fassung herumgefummelt. Plötzlich kam ein lauter Blitz und ein Knall aus dem Schraubenzieher. Und meine Frau flog rückwärts in die Schrankwand. Gleich gehe ich sie besuchen. Ja, auf jeden Fall. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu 1, 2, 3. Wo war ich? Kommen Sie, wir versuchen es einfach mal zusammen. Hä? 1, 2, 3. 4. Ach so, ja, 4 um 10. Na bitte, es geht. Wer kann sich nicht an die furchtbaren Kopfschmerzen vom Neujahrsmorgen erinnern? Und was war schuld? Die guten Vorsätze vom Vorabend. Hm. Wieso fasst man sie ausgerechnet Silvester? Na, ist doch klar, weil man besoffen nichts anderes zu fassen kriegt. Ach, das ist wieder so typisch für Sie, Gerd, ja? Sie hatten doch bestimmt nicht einen klaren Gedanken. Natürlich hatte ich einen klaren immer. Einen nach dem anderen. Gut. Haben Sie sich also an Silvesterabend überhaupt nichts vorgenommen? Ich habe mir das vorgenommen. Die Cousine von meinem Nachbarn und zwar ordentlich.
Also wir in unserer Lesbengruppe... Ach du Scheiße, jetzt geht's schon wieder los. So. Wir in unserer Lesbengruppe haben folgenden Vorsatz gefasst. Wir möchten in diesem Jahr gänzlich auf gute Vorsätze verzichten. Ach, das ist aber ein guter Vorsatz, nicht wahr? Aus gutem Grund übrigens, nicht? Seit Menschengedenken gedenkt der Mensch guter Vorsätze. Jedes Jahr werden sie neu gefasst und was passiert? Es hält sich keiner dran. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Moment mal, ja, da heißt es höchstens, der Gerd ist willig, ja? Ja, aber sein Geist ist schwach. Ja, aber man sollte ja sowieso nicht zu viel Fleisch essen. Ich merke schon, Sie haben sich den Vorsatz genommen, kein Fleisch mehr zu essen. Ja, richtig. Ich will Wegelagerer werden. Wegelagerer? Was wollen Sie werden? Wegelagerer? Ja, das sind doch die Leute, die kein Fleisch essen. Nein, ach was, das heißt Vegetarier heißt das. Ne? Bleiben wir doch sachlich, das heißt Vegetarier. Aber kein schlechter Vorsatz im Übrigen. Genauso wie der Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören. Das gibt's ja auch immer wieder. Mein Großvater vor 2 Jahren am Silvesterabend hat er sich gesagt, am Neujahrsmorgen fasse ich keine Zigarre mehr an. Und was soll ich sagen, er hat es dann auch noch geschafft, nicht? Bewundernswert. Ja. Wie hat er das gemacht? Er ist gestorben, noch in der Silvesternacht. Das ist doch ein schlechter Anfang fürs neue Jahr, oder? Da, wenn Sie das so deuten wollen, bitte sehr. Mir tut das sehr leid, Tillmann, wirklich, aber... Zigarren sind ja besonders schädlich. Das stimmt. Heißt, kommt drauf an, was du damit anstellst, hä? Limille-Mille-Mille-Mille-Mille-Mille-Winski! Also das ist jetzt halt wieder ein bisschen... Ja, Limille Winski? Aus der hohen Hand. Aber gut, sprechen wir doch einfach mal drüber. Ich meine jetzt mal unter uns. Nein, ja, unter uns, ja. Was? Ich meine, die meisten guten Vorsätze werden doch direkt am Neujahrsmorgen wieder gebrochen. Genau, wie zum Beispiel Nudelsalat. Ach, wie ekelhaft. Ja, es tut mir leid, aber manches kann ich einfach nicht für mich behalten. Ja. Weil Sie zu viel saßen, Gerd. Ach, was ist das Scheiße? Ich glaube, Sie hätten sich mal vielleicht einen guten Vorsatz nehmen können, nämlich nicht mehr so viel zu trinken. Ach. Das wäre aber falsch. Ich habe neulich erst wieder gelesen, dass man pro Tag mindestens 2 bis 3 Liter trinken sollte. Ach, sicher. Jetzt reicht es mir aber wirklich. Wissen Sie denn gar nicht, was der Alkohol Schreckliches aus den Menschen machen kann? Ja, so ist es. Sag bloß, du hast mal gesoffen. Also, das ist doch wirklich nicht komisch. Hören Sie endlich auf, über das Thema irgendwie Witze zu machen. Ja, ich finde das nicht komisch. Am besten, Sie hören jetzt sofort auf. Hören Sie auf. Hören Sie endlich auf! Tillmann, was ist denn mit Ihnen? An diesen Witzen über die Trinkerei ist doch wirklich nichts Komisches. Alkohol ist etwas Entsetzliches. Ich hätte nie gedacht, dass er selber mein eigenes Schicksal bestimmen sollte, aber doch. Das war während des Chemieexamens. Während meines Chemieexamens. Da bekam ich plötzlich ganz erhebliche Probleme mit dem Alkohol. Sie haben getrunken? Nein, ich konnte die molekulare Struktur von Alkohol in der Prüfung nicht bestimmen und bekam eine 4-. Ja, das ist aber wirklich schlimm. Ja, ja, aber mit einer 4 wird man ja trotzdem versetzt, glaube ich. Also ich hatte eine 5 und bin sitzen geblieben. Das ist dieser verdammte Leistungsdruck. Es ist der verdammte Leistungsdruck. Da sollten wir uns echt alle mal frei machen. Was? Du willst dich frei machen? Gott bewahre, Frau mit langen Unterhosen. Herr Vektor! Moment mal, was ist denn in Petra gefahren? Ich kann's mir denken! Mille, 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 mille! Sie haben's überspannt, ich gehe jetzt auch. Ja, okay, komm, mal Feierabend, ja? Ja, ein guter Vorsatz. Moment mal, ich komm mit, ja? Auf geht's. Frank. Ja, Gerd? Weißt du schon das mit Olli? Nein, was ist denn mit Olli? Olli hat was Scharfes gegessen. Uiuiui, ist das scharf? Wasser, Wasser! Heute
Heute endet in Düsseldorf die Star Trek World Tour. Die neue Bundesregierung war von der Ausstellung hellauf begeistert. Kurzerhand entschloss man sich, Teile der Requisiten nach Bonn zu verfrachten. In der Sonntagszeitung sehen wir, wie es im Bundestag jetzt aussieht. So, also nächsten Jahr im Bundestag. Und zum Schluss zeigen wir Ihnen noch einige Szenen, für die wir im nächsten Jahr bestimmt den Oscar gewinnen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, noch ein schönes Wochenende. Na, wo bleibt der denn? Die Wochenshow fängt doch jetzt an. Ich sag's mal ein. Das war ganz schön voll hier beim Fernsehen. Guten Tag, Herr Görkens. Ich wollte Ihnen schon immer mal die Hand schütteln. Dann kann ich jetzt ja losgehen.